Wir begrüßen Sie zur WM 2018 in Russland. Liebe Fußballfans, hier sind Wolfuß und Frank Buschmann. Nun geht sie also los, die mit viel Spannung erwartete Weltmeisterschaft. Was bekommen wir geboten? Welche Taktiken setzen sich durch? Wer sind die Stars dieser WM? Ab heute finden wir es raus. Die heutige Partie Frankreich gegen Australien. Die große Frage war beim Bau dieses Stadions, wie soll es denn nur eigentlich heißen? Die Entscheidung hat man den Fans überlassen. Die durften tatsächlich abstimmen und am Ende heißt das Ding dann Kazan Arena. Ein Name, den man sich wirklich merken muss, auch nach dieser WM 2018. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Da erkennen wir ein 4-4-2 heute bei Ihnen als Formation. Ganz genau, zwei Viererketten und vorne drin zwei Stürmer, einer davon allerdings als hängende Spitze. Giroud mit dem Zuspiel, klasse! Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Defensiv machen sie es gut. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Jedinak. Tom Rogic. Jamie McLaren. Und klasse durchgesetzt. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Umtiti. Da geht Pogba in die Offensive. Chance für Pogba. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und das gibt Eckball. Die Ecke kommt von Griezmann. Der Ball wurde weggefaustet. Relativ hilflos, was sie da machen, aber klar, bei diesem Druck gibt Einwurf. Deine Analyse zu dieser Gruppe, Buschi, was meinst du? Aber der Gastgeber heute in der Favoritenrolle und wir schauen mal, wie sie damit umgehen. Er kann ihn reinbringen. Mbappé. Jetzt die Franzosen. So, jetzt Antoine Griezmann. Da ist die Flanke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Er ist frei. Da kann was draus werden. Lecky macht er ihn. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Varane. Jedinak. Tom Rogic. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Griezmann. Griezmann, macht er den rein. Tor! Da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vorbei. Und dann passt er ganz genau rein. Es läuft alles für die Franzosen. Sie liegen hier vorn.
Brillante. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Im ersten Gruppenspiel will natürlich jeder brillieren, aber einfach ist das nicht. Nee, der Druck spielt eine große Rolle. Du spürst auf einmal, jetzt schaut die ganze Welt zu. Alle erwarten viel von dir. Also, wenn diese WM losgeht, dann wird wirklich einiges von den Spielern verlangt, auch in mentaler Hinsicht. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Einwurf für die Franzosen. Jetzt Griezmann. Griezmann! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Conte. Antoine Griezmann! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die Franzosen mit der Ecke. Die Ecke kommt. Giroud. Ball im Aus, das gibt Ecke. Die Ecke kommt von Paul Pogba. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Schönes Pressing jetzt. Tom Rogic. Es gibt Einwurf. Brillante. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Da steht die Abwehr sicher. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Mbappé, Antoine Griezmann. Griezmann, Riesenchance. Super gehalten. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Brillante. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Das könnte die Chance werden. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Schön dazwischen gegangen. Nun Lecky. Den Ball kann er klären. Lecky. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Richtige Entscheidung des Referees. Da sehen wir hier nochmal ganz deutlich unfaires Einsteigen. Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Jetzt ist Platz für den Konter. So, wer hat jetzt die gute Ballführung? Und das will er jetzt alleine machen. Griezmann. Mbappé. Brillant gemacht.
Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Hier noch mal dieser Treffer. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel. Tja, Buschi, ich glaube, es ist kein großes Rätsel, wer dieses erste WM-Vorrundenspiel gewinnen wird. Ja, bitte. So, zweiter Durchgang läuft in diesem Vorrundenspiel bei der WM 2018. Spieltag Nummer 1. Weiter geht's. Bislang eine sehr ansehnliche Partie, kann gern so weitergehen. Griezmann am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gute Aktion. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Jedinak. Jamie McLaren. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Mbappé. Riesenchance, Mbappé. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Tom Rogic. Klasse Pass. Schuss. Super gemacht vom Torwart. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Jetzt kommt die Ecke. Oho, da verpassen sie alle den Ball. Gibt Einwurf. Conte. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Wird's jetzt gefährlich? Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Die Ecke kommt von Griezmann. Noch ist die Chance da. Pogba. Der Ball geht ins Tor aus, aber er hat den Pfosten noch berührt. Jedinak. Nun Lecky. Er ist klasse! Da kommt der Schuss. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Jetzt muss er doch hinter sich greifen. Dabei hat er bisher so stark gehalten, aber da war nichts zu machen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Griezmann am Ball. Pogba am Ball. Jetzt die Franzosen. Ganz stark vom Torwart. Es gibt Ecke für Frankreich. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Großartige Leistung vom Torwart. Die Ecke kommt von Griezmann. Paul Pogba, da ist er drin, ein tolles Tor. Der Ball kam klasse in den Strafraum und dann fällt hier das Tor. Sehr gute Ecke, die war gefährlich und im Zentrum konnten sie das ausnutzen. Schönes Tor.
Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Das gibt Einwurf. Milligan. Moi. Tom Rogic. Wird das eine Torchance? Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Fairer Einsatz hier. Gutes Pressing jetzt. Lehmer. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Hereingabe kommt lang. Weg ist der Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Griezmann jetzt. Super dazwischen gegangen. Da ist Platz. Die Defensive steht. Pogba mit dem super Zuspiel. Griezmann, macht er den rein. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Ball draußen, Einwurf Frankreich. Nun Griezmann. Da steht die Abwehr sicher. Das gibt Abstoß. Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben nochmal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das auf die Mannschaft überträgt. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Das macht er gut. Loris. Lukas. Lehmer. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Klar, gibt Einwurf. Jetzt Griezmann. Nun Varane. Und das ist der Ballverlust. 8 Minuten jetzt noch. Conte. Es gibt Einwurf, Ball ist draußen. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Moi. Tom Rogic. Tommy Juric. Jetzt müssen sie aufpassen. Nun Giroud. Und Griezmann. Griezmann, Riesenchance. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Da sieht er nicht gut aus. Der versenkt den Ball im eigenen Netz. Aua, aua. Ja, dumm gelaufen, aber sowas kann passieren. Das ist einfach Pech. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. So, jetzt zeichnet sich doch deutlich ab, welche hier die bessere Mannschaft ist. Stimmt absolut, Wolf. Auf dem Papier waren sie ja der Favorit, aber sie konnten das, und das ist wichtig, auch auf dem Platz umsetzen. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten.
Lehmann. Das könnte gefährlich werden. Griezmann. Giroud jetzt. Eine starke Parade. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Schöner Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Dann hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Die Ecke kommt von Griezmann. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Das ist es vielleicht. Der Fernschuss geht ganz knapp vorbei. Das wäre ein Ding gewesen. Viel hat da nicht gefehlt und sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Ein satter Distanzschuss. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Ja, Wolf, das nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Was denkst du über die heutige Leistung von Griezmann? Ja, er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt. Aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für den Sieg gereicht. Griezmann, macht er den rein? Zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Griezmann, Riesenchance. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. So, wer hat gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Griezmann. Mbappé. Die Ecke kommt von Griezmann. Paul Pogba. Griezmann, Riesenchance. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor.